Hallo, willkommen zum Euro Truck Simulator 2 zum Together mit dem Lokotus. Jo, hallöchen Leute. Jo, und es geht weiter in unserer Session. Folge Nummer 4 der Session, ja. Folge Nummer 4 und ich bin immer noch unterwegs mit meinem Trailer und habe immer noch, 450 Kilometer von mir. Aber du hast jetzt deinen abgeliefert und darfst ja einen neuen dir suchen. Ja, ich bin schon am Abholen. 1 Kilometer bis zum Ziel. Ja. 30 Tonnen Überlänge nach keine Ahnung wohin. Das ist gut. Das ist gut. Mhm. Da kommt ja Freude auf. Ja, aber irgendwann die Slowakei. Ja, aber eigentlich hättest du echt den Wintermod reinnehmen müssen noch. Weil wir haben jetzt, wo die Folgen kommen, da sind wir in der Winterszeit, in der Vorweihnachtszeit, kurz vor Nikolaus. Also ehrlich. Wann hast du den letzten weißen Weihnachten erlebt? Oh, ist schon länger her. Eben. Ist schon einige Jährchen her. Also wenn, können wir dann vielleicht im Jänner drüber reden, dass ich ihn reinnehme. Aha. Ja, aber du musst deine Zuschauer einstimmen auf Weihnachten, und damit sie wenigstens im Spiel Weißes sehen, wenn sie es schon draußen nicht sehen, dann. Wieso steht der schon so weit vorne? Erklärst du mir das? Beim Abbiegen jetzt? Ich habe ihn nicht berührt. Ja, du machst das schon. Weihnachten ist zwar nicht mehr allzu lang hin, aber so, das könnt ihr lesen, wo wir hinfahren. Ich kann es nicht aussprechen und ich werde es auch nicht aussprechen. Gut. Ich sehe es ja in deinem Video dann. Fangt mit R an und hört mit K, glaube ich, auf. Aha, gut. Lacht mir jetzt gar nichts. Ich auch nicht. Aber passt dann zu unserem Thema, ist das eine Fracht, die eigentlich zu dem Spiel passt, über das wir reden wollen. Also, ja. Ja, weil es eigentlich ist ja eigentlich nur ein neuer Simulator jetzt rausgekommen. Und das ist der Bausimulator. Manch einer kennt vielleicht auch den Bausimulator 2012. Müssen wir nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall war der sein Geld vorne und hinten nicht wert. Aber es gibt jetzt einen neuen Bausimulator. Ich anstelle der Firma hätte den auf jeden Fall einen anderen Namen genommen, weil der ist natürlich dadurch negativ vorbelastet. Aber du hast das Spiel, ich hab's nicht, also kannst du eher was darüber sagen. Ja, ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon knapp 4 Stunden gespielt. Ich finde ihn einerseits finde ich ihn nicht schlecht. Performance-technisch ist er aber nicht so prickelnd. Es kommt sehr darauf an, wo du gerade herumfährst. Mhm. Ob es jetzt ruckelt oder nicht. Und Gott, ist das Ding lang. Ja, das wird was. Ja, vom Grafischen her schaut er auch nicht so übel aus. Ne, vom Grafischen, also ich habe mir ja 4 Videos angeguckt bei unterschiedlichen Let's Playern. Und grafisch fand ich eigentlich wirklich nicht schlecht. Das, was mich erstens davon abhält, ihn für mich zu kaufen, ist die Performance. Wobei ich noch niemals weiß, ob er wirklich bei mir laufen würde. Weil da steht Systemanforderung minimal 4 GB RAM-Speicher und noch habe ich immer noch das 32-Bit-System und jeder, der es kennt, weiß, dass bei 3,5 GB Schluss ist, egal wie viele GB man verbaut hat. Das System kann halt nicht mit mehr was anfangen, da ist es halt die Frage, ob er überhaupt läuft und wenn er dann läuft, wenn er schon auf guten Rechnern wie du und hast mit Top-Grafikkarte nicht so wirklich hundertprozentig gut läuft, da habe ich dann echt Bedenken, dass er bei mir überhaupt nicht laufen wird. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Frames ich habe, aber ich merke es halt schon teilweise, dass auf einmal Einbrüche da sind. Warum auch immer. Und ja, und was mich als zweiter Punkt abhält, ist die Steuerung. Ja, die ist sehr gewöhnungsbedürftig. Mit Gamepad geht's einigermaßen, aber mit Tastatur möchte ich jetzt gar nicht mehr spielen. Ja. Also wie gesagt, ich habe es nicht selbst gespielt, ich habe es nur bei anderen gesehen und im Endeffekt war jeder über die Steuerung am Meckern. Ja.
Vor allem, es ist halt sehr, du machst halt immer das gleiche oder öfters mal das gleiche. Es kommt halt darauf an, welchen Auftrag du gerade angenommen hast. Aber man kann sagen, du machst schon sehr oft das gleiche. Ja, ich habe es jetzt bei einem Let's Player heute durch Zufall gehört, der nicht beim Aufnehmen war, sondern so am Spielen war, privat und im TS drin war und wir uns so am Unterhalten waren und der eine Mission hatte, die er machen musste und jedes Mal an derselben Stelle ist ihm das Spiel abgeschmiert. Immer genau mittendrin. Und jedes Mal, er muss das Spiel neu starten und jedes Mal musste er wieder von vorne mit der Mission anfangen. Und jedes Mal, wenn er dann nach 10 oder ja, so 10 Minuten oder sowas an die Stelle kam, da wurde dann gefragt, ob er weiter baggern will oder nicht. Scheinbar kannst du in der Mission, ich kenne es halt jetzt so nicht, aufhören, wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast. Und dann kommt so ein Feld, ja oder nein, und jedes Mal, wenn du auf ja drückst, auf nein drückst, dass du eben mit dem Baggern aufhörst, ist die Schaufel noch in der Erde und das Spiel hängt sich auf. Ja, Mann, diese Nachfrage habe ich auch schon des Öfteren gehabt. Bei mir hat es Gott sei Dank immer funktioniert, ist nie abgestürzt. Bis jetzt. Ja. Aber es ist einfach, die Fahrphysik ist ein bisschen sehr seltsam. Ich meine, aus der Außenperspektive kann ich nicht fahren. Das geht einfach nicht. Zumindest was LKW betrifft. Baggern geht aus der Innenansicht wieder nicht. Aber ja, es ist halt. Es ist kein super tolles, geiles Spiel. Also, ja, Ja, Fehlkauf man möchte muss ich es jetzt auch nicht wirklich. nennen, aber so Ja, super ist es auch sieht nicht. auf jeden Fall so, dass was präsentiert wird und was sie umgesetzt haben. Es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem alten Bausimulator, der ja wirklich nicht besonders gut war. Oder wenn man es noch nett umschreiben möchte. Da ist der auf jeden Fall schon eine weitere Klasse für sich und Das ist ja schon, von der Idee her gut gemacht. Auch die Umsetzung, grafisch und so, ist ja wirklich nicht so schlecht. Aber ich finde auch, bei dem Spiel hätten sie vielleicht doch noch ein paar Monate Entwicklungszeit reinstecken sollen. ja, aber sie haben ihn ja schon mal verschoben. Ja, Um einige Monate. aber sie hätten ihn vielleicht noch ein bisschen länger verschieben sollen. Aber da kommt jetzt wieder dieser Herbst oder das Vorweihnachtsgeschäft dazu. Eben. Die Das ist das Hersteller wollen Problem. halt das Vorweihnachtsgeschäft mitnehmen. Im Endeffekt schaden sie sich aber auf Dauer selbst, weil der Ruf für Nachfolgespiele, ja, der ist dann im Eimer. Richtig. Ja, Also wie gesagt, wahrscheinlich. also am Anfang war es halt so, dass du hast halt Missionen, wo du eigentlich nur die Sachen abholst. Also zum Beispiel, du brauchst irgendwie Ziegel und du brauchst Dachpfannen und du brauchst irgendeine Dämmmatte und die musst du halt vom Baustoffzentrum abholen. Die holst du dort ab, ladst das am LKW drauf, fixierst die Ladung, fährst zur Baustelle, ladst das dort ab, fertig. Du tust nichts bauen. Das war's. Ja gut, da könnte ich am Anfang auch noch mit leben. An sich schon, wenn man dann so eine Karriere sich aufbaut und so. Jeder Anfang ist etwas schwerer und so. Damit kann ich erleben. Aber was ich eben auch bei allen anderen jetzt gesehen habe, du kannst ja da deine eigene Firma machen und auch Angestellte haben. Nur, was ich bis jetzt nicht begreife, wofür Angestellte, weil die scheinen ja nicht zu arbeiten. Das hat mich so ein bisschen an diese ganzen Feuerwehrspiele erinnert, die Feuerwehrsimulationen, wo du zwar Kollegen hast, die so tun, als wenn sie arbeiten würden, aber in Wirklichkeit hier gar nichts machen, Nein, sondern nur Dekoration sind. du kannst die Mitarbeiter, wenn es die hast, du kannst dann mehrere Baustellen annehmen und kannst dem Mitarbeiter eine Baustelle zuordnen. Dann wird wahrscheinlich der die machen, schätze ich jetzt einmal. Ich meine, so weit bin ich noch nicht, ich mache dabei noch alles selber. Also, Aber wie gesagt, ich habe es nicht selbst, kann es also selbst nicht beurteilen oder testen. Ich kann es dir nur sagen, wie es bei anderen in Videos aussah, dass denen ihre Mitarbeiter nichts gemacht haben. okay. Ja. Sondern nur eben 2000 Euro pro Tag gekostet haben. Ach, schön.
Also entweder haben sie es Was? dann nicht zugeordnet zu einer Baustelle oder es ist wirklich so, dass nichts arbeiten. Ja, wobei ich da auch wieder sagen muss, dieser utopische Preis, das hat ja mit der Wirklichkeit auch nichts zu tun, dass ein Angestellter 2000 Euro pro Tag kostet. Wäre schön. Ja. Wenn ich davon die Hälfte dann pro Tag kriegen würde, der Baufirma würde ich sofort anfangen. Ja, ich auch. Ja, das spielt's aber leider nicht. Ja, ich weiß jetzt, was mit den Simulationen im Endeffekt los ist, aber ich meine, zurzeit haben ja auch andere Firmen arge Probleme, nicht nur im Simulationsbereich. Guckt ihr ja Quested Creed, den neuen Teil an, Assassin's der bei Creed meinst? Ubis, ja, Okay. der bei Ubisoft so schlecht gestartet ist, dass du ja die Aktie von Ubisoft an den ersten Tagen um 10% an Wert verloren hat. Was? Ja, Okay. weil das Spiel auch komplett unfertig war oder auf jeden Fall ziemlich verbuggt dahergekommen ist und die Leute nicht gerade sehr glücklich darüber waren. Ja, ist auch verständlich, oder? Mein Ja. Assassin's Creed ist ein riesiges, wie soll ich sagen, ein riesiges Ja, Open Franchise. World Spiel. Ja, und Open World Spiel, es ist natürlich problematisch, solche Spiele zu veröffentlichen, weil man halt mit so Open World Spielen, man hat doch die Neigung eher dazu, sich Bugs einzufangen, weil die Leute natürlich überall rumlaufen können, ohne diesen grünen Faden, wo sie geführt werden, sondern die können also kreuz und quer herlaufen und Sachen machen, die vielleicht der Entwickler gar nicht so vorgesehen hat am Anfang. Aber wenn du ein Open-World-Spiel machst, dann musst du halt auch alles einplanen, dass eben ein Spieler sich nicht an die Story hält und ganz woanders hinläuft oder so. Ja, weil es kann. Weil Ja. es die Möglichkeit gibt dazu. Ganz Ja, einfach. genau. Und da musst du das halt beachten, dass dann natürlich nicht irgendwelche Bugs auftauchen in der Story oder in den Quests, weil ein Spieler wohin geht, wo er eigentlich von der Quest her oder von der Story eben erst viel später hinkommen sollte. Oder gar nicht hinkommen sollte. Ja, oder gar nicht. Oder nur unter bestimmten Voraussetzungen hinkommt. Normalerweise. Ja. Ja, es ist, solche Spiele zu testen ist halt immer schwierig. Ja. Weil wir Spieler dann natürlich auch gerne mal uns nicht an die Vorgaben halten und einfach mal kreuz und quer rumlaufen. Genau. Weil wir es eben herausfinden wollen, ob was wirklich geht. Ja, oder weil man einfach keine Lust hat, sich jetzt an die Story zu halten und man einfach so querfeldein läuft. Oder weil was ganz anderes macht oder so. Mal die Welt entdecken will oder so. Ja. Oder man ist auf Entdeckungsfahrt unterwegs, weil man denkt, ja, vielleicht entdeckt man was, was ein Entwickler irgendwo versteckt hat. Und deshalb schaut man halt dahin. Ja, genau. So wie solche Easter Eggs oder irgend sowas. Ja. Ja. Und dadurch kann es dann halt passieren, dass man irgendwo an der Stelle reinläuft, wo man eigentlich nicht sein sollte und dadurch dann irgendwelche Fehler auftreten. Weil es halt einfach nicht so geplant ist und natürlich entweder haben es die Entwickler gar nicht getestet, beziehungsweise die Beta-Tester gar nicht in der Hinsicht getestet. Ja, weil sie nicht drüber nachgedacht haben. Man kennt das ja bei Rollenspielen oder so. Ich kenne es bei vielen Open-World-Rollenspiele wie bei Skyrim, wo du einfach mal irgendwann hergehst und kletterst so einen Berg runter, wo eigentlich kein Weg hinführt oder sowas. Und du bist dann auf einmal in Gebieten, wo du eigentlich gar nicht hinkommen solltest oder wirklich von der Story erst viel später hinkommst über die normalen Wege. Und sowas muss natürlich bei so einem Wettertest mit berücksichtigt werden, dass Leute eben wirklich auch auf solche Ideen kommen und dann eben mal eben so einen Berg runterklettern. Ja, schon. Aber das kannst du nicht wirklich testen. Das ist ja das Schwere dran. Weil kommst du auf die gleichen Ideen, auf die ich komme? Oder komme ich auf die Nö, gleichen bestimmt Ideen, die du nicht. kommst? Nein. Nö. Na eben. Jeder Also, spielt anders. ja. Und jeder hat verfolgt seine eigenen Ziele in Spielen und so.
Oder ich sag gerade in Rollenspielen zum Beispiel, der eine bringt meinetwegen einen NPC um, der aber später in der Story gebraucht wird noch. Ja, dann hast du die Wo der Arschkarte. Entwickler nicht drüber, ja, wo der Entwickler zum Beispiel nicht drüber nachgedacht hat. Ich kenne das bei dem Spiel Gothic 2, wo du NPCs so steuern konntest oder zur Handlung veranlassen konntest, dass die einen anderen NPC umgebracht haben, den du aber später in der Story brauchst, aber der dann nicht mehr am Leben ist. Und damit hast du einen Questhänger und die ganze Story geht nicht mehr weiter. Ja, das ist natürlich immer schwierig dann. Ja. Ja. Das ist natürlich scheiße fürs Spiel. Weil du kommst halt einfach, du stehst halt einfach und dann, Ja. wenn du Glück hast, ist noch ein Speicherstand, wo der noch lebt. Wenn du speicherst, ja, kannst du von Ja. vorne anfangen. Kannst du wieder von vorne anfangen, weil der Entwickler diesen NPC zum Beispiel nicht geschützt hatte, weil er nicht drüber nachgedacht hat. Weil es vergessen halt einfach. Ja. Schlicht und ergreifend. Ach, jetzt ist meine Stoppuhr stehen im Leben. Das ist aber Schlecht. nicht richtig gut. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ne, ich sehe das nämlich gerade. Die steht bei 7 Minuten. Keine Ahnung, wie viele Minuten wir jetzt gerade aufnehmen. Das ist sehr gut. Was macht man da jetzt? Ja, frag mich was Einfaches. Ich kann es dir leider nicht sagen. Mach mal gefühlterweise. Würde sagen, machen wir noch 5 Minuten und dann wird's reichen, hoffentlich. Ja, Also ja. bis 22:23 Uhr. Weiß zwar auch nicht, warum die jetzt stehen geblieben ist. Ja, die hat vielleicht schon Winterpause. Ist zu kalt wegen der Wintermod. Ja. Warum darf ich jetzt hier nicht schlafen? Ja, Unfall verursacht, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte hier eigentlich schlafen. Tja, zuerst vergisst du die Stoppuhr, Ja. dann baut er Ja, ich hab. Unfälle. Ich denke mal, ich habe wieder so einen Trailer, wo du wieder nicht mit parken kannst. Ja, siehst du, jetzt habe ich ihn nämlich abgekoppelt und jetzt kann ich auch schlafen. Das gleiche Problem werde ich mit meinem haben wahrscheinlich. Ja. Weil der ist ja auch so überlang. So. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt dann noch eine Schlafstätte, weil ich müsste, mein Bettchen ist schon blau. Ja, ich musste auch. Meiner war die ganze Zeit schon am Gähnen. Und das nicht, weil wir so langweilig waren, sondern weil er meinte, er will schlafen gehen. So, und jetzt haben wir schon wieder Schneeregen. Ne, Sehr nett. strahlender Sonnenschein mit ein paar Wolken am Himmel. Ja, du hast ja auch keinen Winter bei dir. Nö, dieses Jahr nicht mehr. Aber irgendwie seit 1.14 habe ich manchmal so leichte Hänger im Spiel. Ja, also ich habe ja Hänger an sich nicht großartig, aber ich habe es ab und zu, dass ich doch kräftige FPS-Einbrüche habe. Das ist dann im Normalfall wie jetzt liege ich immer bei 60 und auf einmal gehe ich runter auf 20, 15 und ich weiß nicht warum. Komisch. Ja, vielleicht liegt es wirklich am Straßenverkehr, aber wir haben ja keine Mod drinnen, die das verändert, oder? Nee, also wir haben auch den AI-Verkehr, habe ich zum Beispiel jetzt nicht drinnen. Also Folge des, und ich habe auch keine Mod drin, die jetzt einen höheren Straßenverkehr verursacht. Außerdem habe ich das auch in dem Profil, was ich eigentlich für den Multiplayer nutze. Damit habe ich es ja auch schon getestet, wo keine Mods drin sind. Und da passiert das selber auch. Sehr komisch. Und da kann, wie gesagt, das Profil hat noch nie einen Mod gesehen. Es ist von keinem einzigen Mod beeinflusst. Und da kann also kein Mod die Schuld treffen. Ich weiß nicht, wie gesagt, manchmal bei mir schiebe ich es eigentlich mal darauf, dass vielleicht der Speicher zu stark ausgelastet ist. Aber das kann ja bei dir zum Beispiel gar nicht der Fall sein. Nö, also der ist sicher nicht voll.
Auch wenn er sicher nicht die kompletten 16 GB verwenden kann. Ja, also Speicherprobleme und auch von deiner Grafikkarte. Deine Grafikkarte ist ja zwei Klassen besser als meine. Super, jetzt fängt es bei mir zum Regnen an. Ach, schön. Jetzt kriegst du auch mal so ein Dauwetter. Dafür ist Das da finde vorne ich die gut. Tankstelle und da werde ich stehen bleiben. Gut, ja. Ich muss jetzt wieder hier vorne anhalten auf dem Standstreifen. Ich habe noch ein paar Meter. Aber vielleicht habe ich ja Glück und das hört nach dem Schlafen auf zum Regnen wieder. Ja, wahrscheinlich so, ja. Bei mir hat es ja auch jetzt erst wieder angefangen, nachdem ich geschlafen hatte. So, tanken muss ich nicht, das heißt, ich fahre gleich durch. Wenn da ein LKW-Parkplatz offen ist. Super, da ist einer. Ach Gott, ich hasse es. Das war noch mit dem langen Trailer. Haha, lustig. Hey. Zu welcher Ablieferungsfirma musst du? Ich habe keine Ahnung. Ah, Aber ich das kann ist jetzt auch nicht schauen. ach, immer diese unflexiblen Österreicher. Unfall verursacht? Hallo? Bist du heute Oh, genauso gut da ist wie ein ich? KI-Auto. Komm, fahr mal rein, Kollege. Ach Gott, dann fahr mal Außenperspektive. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln, da sie. Ja, macht nichts. Dann kriegen meine Zuschauer ein bisschen hier von dem Wintermod zu sehen, den ich ja drinnen habe. Wie gesagt, ich werde aber nach unseren Aufnahmen wieder meinen Standard-Wintermod reinnehmen. Der gefällt mir also besser als der hier. Weil das hier ist, ja, ist mir zu viel Schneematsch. So viel Schneematsch. Ja, gut. Es gibt ja auch den Herbstmod vom Iceman. Wer jetzt zum Beispiel den Herbst- oder Mod haben will oder Frühlingsmod haben möchte, der nimmt den von Iceman. Danach nimmst du den hier, den jetzigen Wintermod, den ich drin habe, und danach den richtigen Wintermod. Dann kann man sich so reinsteigern. Aha. Gut, ich stehe, ich habe geparkt und ich habe schon geschlafen. Gut. Alles klar. Dann war's das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass wir euch demnächst wiedersehen. Bis dahin, ade. Ja, tschüss.